weiter geht's mit Let's Play Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge. So, und ich bin auch gleich mal den richtigen Teleporter gelaufen, das gefällt mir. Und ich glaube, dieser hier müsste uns weiterbringen. Genau. So, und ich glaube, hier finden wir das awesome Item. Aber erstmal müssen wir kämpfen und das gegen einen Elektroball. Und ich glaube, das könnte gefährlich werden. Gonchiro ist an erster Stelle. Wir machen mal eine Kugelsaat und gucken, wie viel das macht. Okay, super Schall, das zieht jetzt nicht so viel ab. Eins, zwei, drei, okay. Wir machen mal einen Gigasauger, mal gucken, wie viel das jetzt abzieht. Funkensprung. Ist nicht sehr effektiv, bitte nicht paralysiert. Dankeschön. So, Gigasauger. Ah, ja. Kann... Also, ist jetzt nicht so der ultimative Schaden gewesen, aber es geht. So, ich hoffe, dass die Kugelseite jetzt einfach fünfmal trifft. Das wäre super. Oder zwischendrin einfach mal Crit landet. Leider nicht. Und nochmal Kugelsaat. So, Spark. Nicht sehr effektiv. Und auch nicht paralysiert. Sehr gut. Komm, treff jetzt bitte wenigstens viermal. Wieder nur zweimal. Mist. Ich habe leider ein bisschen Pech mit Kugelsaat. Ich treffe ziemlich oft nur zweimal. Und natürlich ist Gonchiro jetzt paralysiert. Aber kann wenigstens noch die Säure machen. Und das müsste reichen. Yep. Ich glaube, der Crit wäre gar nicht nötig gewesen. So. Dann nehme ich einen Supertrank. Ach, da oben. Verdammt, ich bin blind. Supertrank und... Das war ja einmal frei. 50. Also, das war perfekt. Ein paar Heiler müssen wir noch haben, genau. Eine paar Heiler haben wir noch. Gut, was finden wir? Wir finden ein Nugget. Da haben wir jetzt, glaube ich, zwei von in der Itemtasche. Und das Item schlechthin. Der beste Pokéball, den es gibt. Den Meisterball. Ja. Kann man jedes Pokémon im ersten Versuch fangen. Und den werde ich natürlich mit Bedacht einsetzen. Also wir haben auf jeden Fall schon mal ein Pokémon. Zu 100% sicher. Das könnt ihr euch... Ui! Die Viecher können Finale. Irgendwie habe ich mir das schon gedacht. Ein Glück, dass ich Gonji vorne hatte. Oha. Gemein. Sehr. Gemein. Das ist aber schon mal sehr, sehr gut, dass wir ein Pokémon auf jeden Fall schon mal sicher haben. Also das werde ich mir wirklich sehr gut überlegen, wann ich den Meisterball einsetze und wann nicht. Okay. So. Ja, Gonchi kann erstmal vorne bleiben. Bleib hier! Ach, Mano! Gut. Okay. Und ein Kanivanha. So, da können wir ja mal einen Gigasauger draufhauen. Da sind wir wieder voll geheilt. Wir spielen einfach jetzt mal Fiddlesticks. LOL-Spieler von euch wissen, wovon ich rede. Und ausgezutscht. So. Und Black hier recht Level 23. Sehr gut. Vielleicht werde ich dann vor der nächsten Arena noch eine Trainingseinheit einlegen. Das werde ich, denke ich mal, wirklich machen. Weil, also jetzt nicht um mein Hauptteam zu verstärken, sondern um die Pokémon, die auf der Box sind, ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Damit ich ein bisschen was in der Hinterhand habe. Das ist so der Plan. Und dass ich halt auch jetzt auch mal Tashi endlich entwickle zu Tengulist. Und einige von euch wollten ja auch, dass ich... Oder ich weiß nicht, ob es einige waren. Auf jeden Fall kann ich mich an einen erinnern. Ich wechsle. Der wollte, dass ich mir ein Forstelka antrainiere.
Ich weiß nicht genau, ob das jetzt in der Edition wirklich angebracht ist, um sich Forsaker zu machen. Ich meine, Forsaker ist extrem genial, kann ich nichts sagen. Gegen, also, ein extrem geiler, erstmal ist es ein geiler Spinner, also Tarnscheine-Counter und sowas, ne? Kann aber auch selber Stacheln und sowas legen, also das ist schon richtig gut. Und was halt dann Forsaker auch richtig cool ist, dass es halt sowas wie Finale und Explosion erlernen kann, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es Finale oder Explosion oder ob es beides erlernen kann, weiß ich nicht. Auf jeden Fall platzt es. Aber wir spielen Nuzlocke, ne? Und ihr wisst, was das bedeutet. Eine Explosion ist Suizid. Soll ich mir wirklich ein Forsaker antrainieren, dass ich dann irgendwann in die Luft jage? Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ja. Gut, dann ein Doppelkampf gegen ein Zubat und ein Kanivanha. Kugelsaat auf Kanivanha und Aeroas auf Zubat. Zubat. Was ich mich immer frage, Fledermäuse sind ja blind, ne? Ich frage mich, wie man sich orientieren kann, wenn man wirklich nichts sieht. Ich meine, sie haben ja wirklich richtig gut ausgeprägte Ohren und sowas, ne? Aber wenn man wirklich nichts sieht, das ist Wahnsinn. Das stelle ich mir extrem krass vor, irgendwie. Und ja, gut. Dann... Ah, sind wir schon da. Wir sind schon da, aber vorher gehen wir nochmal in den Teleporter rein. Och nö! Och nö, das ist ein Scherz, oder? Das ist ein Teleporter, der uns natürlich zurückbringt. Na toll. Irgendwie hätte ich mir das auch denken können, oder? Na egal. Ist es nicht weiter schlimm? Wir haben eigentlich soweit alles, was wir brauchen. Ja. Das Wichtigste war auf jeden Fall erstmal, dass wir den Meisterball uns mitgenommen haben. Das ist ja Pflicht, ganz einfach. Aber hier haben wir noch ein Item, sehr gut. Und das ist ein Nestball. Der Nestball erhöht die Chance, einen Käfer-Pokémon zu fangen. Okay, wir müssen... Ja, wir sind gleich wieder da. Gut. Gut. Und gegen den müssen wir jetzt auch kämpfen. Das ist wieder ein Admin. So, Admin Matt. Oder Matt. Keine Ahnung. So mit einem Magnaien. Wir machen mal Säure. Vielleicht senken wir mal die Verteidigung. Dann wäre nämlich der Bedroher schon mal... Nee. Okay, das könnte ein Problem werden, das Magnaien. Deswegen wechsle ich jetzt mal auf Tank. Das wäre eine Option, ne? So. Masse, ja, kannst du machen. Tank ist, denke ich mal, eh langsamer als Magnaien. So, dann machen wir den Überwurf. Jetzt kommt die Angeberei. Bitte, treffe. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Treffe. Dankeschön. Sehr gut. Und das war's. Keine Chance für Magnaien. Durch die Angeberei hat Tank jetzt einen unglaublichen Angriff. Ein plus zwei Boost auf Angriff, das ist richtig böse. Und wir wechseln, weil Golbald kommt. Auf Anbu. Die erledigt das. Level 34. Aeroas. Ja, fast die Hälfte abgezogen und wieder mal so ein scheiß nerviger Move. Konfusstrahl. Wie ich ihn liebe. Treff bitte, komm schon. Mist. Irgendwann muss ja das mal wieder passieren, ne?
Flügelschlag. Oh mein Gott. Puh. Ich wechsle mal. Ich wechsle auf Kyokre. Das ist mir jetzt zu riskant hier. Und bisher ist doch kein Pokémon von mir gestorben. Immer noch. Das ist ja... schon krass, oder? Hätte nicht gedacht, dass es doch so gut läuft, aber... ich denke mal, Kyokre hat viel dazu beigetragen, dass es... bisher noch nicht der Fall gewesen ist, dass ein Pokémon draufgegangen ist. Tja, Kyokre ist einfach godlike, ne? So. Der Admin hat seine Admin-Rechte verloren und ist besiegt worden, aber... ja, sein einzigster Plan war, ein bisschen Zeit zu schinden, damit Adrian davon schuppern kann. Ja, alles für umsonst. Er ist entkommen. Und wir müssen hinterher. So, aber zuerst gehe ich heilen und werde ein paar Items kaufen gehen. Und dann werde ich mir schon mal ein bisschen überlegen, wie ich dann das Team zusammenstelle. Beziehungsweise welche Pokémon ich dann für die Trainingssession dann nehmen werde. Wir müssen sowieso erstmal nochmal dann unter Wasser dann. Aber das kommt ja dann erst. So. Gut, erstmal heilen. So, dann schaue ich mal gleich mal auf die Box. Move Pokémon. So. Also, wir haben extrem viele Pokémon, man sieht's, ne? Ja, wir haben auch noch Nachtara. Das habe ich ja auch eine Zeit lang im Team gehabt. Wir könnten Dani reinholen, unser Mediti. Extrem starker Sweeper. Ansonsten... halt Tashi, aber... ja, wir haben noch zwei Legendäre auf der Box. Einmal Celebi und einmal Crowdon. Ja, aber so richtige Imba-Pokémon habe ich jetzt nicht. Kale wäre halt noch eine Option, aber... ja. Rion bzw. Rizoros ist immer sehr anfällig. Das weiß ich auch aus privaten Spielen von mir. Also... gegen Wasser und gegen Boden wird es immer kritisch. Ein Zarzenia könnte man sich auch überlegen. Eska, auch schon Level 35. Aber ihr seht, ich hab zwar hier noch Rückkehr, habe ich auch noch, ne? Nidoqueen. Wäre auch eine Option. Kabutops. Aber trotzdem, ich kann irgendwie mit den Pokémon, die ich habe, nicht viel anfangen. Muss ich ehrlich gestehen. Muss ich ehrlich gestehen. Ja. Also ich werde vielleicht doch Dani mal ins Team holen. Dann. Und dann halt noch Tashi. Und die beiden dann auf ein angemessenes Level trainieren. Ansonsten vielleicht halt noch Rukia und Nizu und Kale und vielleicht noch Eska, aber ansonsten kann ich nicht wirklich was machen. Ihr könnt ja auch mal schreiben, ob ihr vielleicht mal wollt, dass ich Alex mit ins Team hole und dafür Kyokre raus tue. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, aber... denkt dran, ich mache gerade eine Aufnahmesession, das heißt, ich werde hier noch ein paar Parts aufnehmen und nicht gleich im nächsten Part eure Wünsche erfüllen können. Einige von euch haben das wahrscheinlich noch nicht mitbekommen, dass ich eine Aufnahmesession mache. Deswegen sage ich es hier nochmal. Gut, ich kaufe jetzt Items, oder? Ich gehe auf jeden Fall in den Laden schon mal, der Part ist nämlich jetzt schon wieder vorbei. Und dann können wir uns langsam schon mal aufs Meer begeben. Und auf dem Meer sind viele verschiedene Routen, wo wir neue Pokémon fangen können. Das kann ich schon mal sagen. Das heißt, die nächsten Parts über gibt es ganz viele neue Pokémon. Also richtig viele. Und da freue ich mich selber schon richtig drauf. Also ich bin immer auch
sehr gespannt, welche Pokémon auftauchen und so. Vielleicht ergibt sich ja noch was, dass wir ein Pokémon fangen, das wir dann so noch ins Team nehmen können. Das wäre ja auch nicht schlecht. So, Max Potion nehme ich jetzt auch mal ein paar mit. So. Dann verkaufen wir noch schnell die Nuggets, die ich hatte. Und die ganzen Beleber und sowas. Das brauchen wir ja alles nicht, ne? In der Nuzlocke Challenge. So. Dann. Das brauchen wir auch nicht. Das ist Vitalkraut. Auch ein Wiederbelebungs-Item. Ja, dann würde ich sagen, reicht das erstmal. Und ich warte hier. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu Let's Play Pokémon Smaragd. Dann, wie gesagt, geht's aufs Meer hinaus und ja, neue Pokémon erwarten uns. Also, bis dann und bleibt dran. Bis demnächst.